Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Das Problem bei diesen Resolutionen ist ja immer, dass man sich erstmal genau informieren muss, worum es denn geht. Denn selbst als politisch Informierter kennt man Sarema Musajewa nicht. Man muss also erstmal googeln. Und die Frage ist, was wollen wir jetzt mit dieser Resolution erreichen? Glaubt irgendjemand, dass jetzt Russland sofort in Tschetschenien anrufen wird, damit Frau Musajewa entlassen wird? Erwartet irgendjemand etwas anderes, als dass wir in der jetzigen Situation natürlich Russland verurteilen? Die Frage ist doch, was für ein Bild geben wir ab, dass das Europäische Parlament tatsächlich nichts anderes zu tun hat, als zu agieren wie ein Schülerparlament, das übt, wie Debatten funktionieren, um sich zu einem Einzelfall zu äußern, ohne dass irgendetwas passieren wird, ohne dass irgendeine Zeitung darüber berichten wird. Es ist eine reine Selbstbefriedigung, was wir hier machen. Und die Frage ist, wem nützt es und wem schadet es? Ich befürchte, es schadet uns mehr, als es Frau Musajewa nutzt. Vielen Dank.